Feuer zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miitopia. Ich bin Baloo, wir haben Katze gerettet. Jetzt ist nur die Frage, tauschen wir Katze gegen irgendwen aus? Ich glaube, ich tausche Katze gegen Riol aus. Ich finde, Riols Angriff ist nicht der beste. Katze ist ein bisschen krasser, finde ich. Also Panzer ist nicht so, also er ist nicht mein Favorite geworden. Ja, viele haben gesagt, er macht so viel Schaden, aber meins ist es irgendwie nicht geworden. Tut mir leid. So, wir sind, wo sind wir denn jetzt hier? Ach so, wir warten auf das andere Team. Wie es wohl den anderen geht? Und wieder zurück. Es hilft nichts, hier rumzulungern. Gehen wir weiter. Early und Miri sind ja an sich schon ein gutes Dreamteam und machen, ich denke, sehr viel Schaden. Ach, guck mal, sie haben ja noch Dena dabei. Dena ist noch mit im Team. Yay. Der Hammer. Hör mal, der Wahnsinn. Ja, hier, du kannst zu deiner Freundin, Miri. Ist schon okay, ich komme damit klar. Was ist bei euch beiden denn los? Ihr seid schon Level 11 miteinander befreundet. Die Boy singt mir hier ein Lied vor. Du singst echt klasse. Mehr nicht? Du könntest mitsingen, Miri. Ba-ba-da-bau. Zangenangriff, das ist mit das Stärkste. Greift synchron mit einem Freund an und versorgt Zusatzschaden. Leider haben wir das halt nicht so bei nicht so vielen Leuten, aber Early und naja. So, Dena, du darfst da oben hin. Ich hoffe, das ist okay für mein Team hier. Möchte wer was kaufen? Oh, ja. Early neues Schwert. Sofort. Ein Paladin-Schwert! Er kriegt endlich ein Paladin-Schwert. Ja, sind wir in Empire oder was? Hier hast du ein Paladin-Schwert. Ja, geil. Geile Aktion. Los, her damit. Jetzt passt das auch zu seiner Rüstung. Hammer. Was Besseres gibt's wahrscheinlich nicht. Das ist cool, aber das hier ist alles nur Magie und Angriff, ne? Nee, tut mir leid. Nee, wenn das keiner von euch will. Können wir was gewinnen für das Team? Irgendwas Gutes? Was Einfaches? Ja, nee, nicht so. Dann wollen wir mal gucken. Wir müssen ja irgendwen jetzt noch befreien, ne? Dena, ne. Wie wenn ich muss? Du kennst sie zwar nicht, aber das sind meine Freunde. Und du gehörst dazu jetzt. Stell dich nicht so an. Wir müssen uns überlegen, was wir tun. Wir müssen vor allen Dingen irgendwen noch befreien, weil wir sind zu dritt. Und los. Bitte keine Kämpfe mehr. Noch gebe ich nicht auf. Wir haben zweimal Supporter und einen Kämpfer. Das wird sowieso schwierig. Oh, oh. Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Nein, ihr beiden kennt euch doch kaum. Sei vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Miri, bitte, schaff das. Bitte, ihr zwei, immer mit der Ruhe. Es tut mir leid. Mir auch. Die beiden haben sich versöhnt. Ha. Puh, okay. Das hätte jetzt auch noch gefehlt, dass die sich auch noch streiten untereinander. Dann sind es nur noch so wenig und dann zoffen die sich auch noch. Nicht schon wieder. Okay, links oder gehen wir nach links. Was soll's? Ich freue mich aufs Bett. Wir sind gerade erst losgelaufen. Wir haben noch so viel vor. Wir müssen schließlich Revi besiegen. Ja, ist klar, dass wir gegen so eine Brillenpenner... Und ich kann nichts machen. Ich kann nur zugucken. Au. Das tut so weh jetzt, ne? Pass mal auf, Freundchen. Ich denke, unsere Prinzesschen und Early, den geben wir jetzt beide mal hier den Ultra-Durchknaller. Los geht's. Macht sie fertig. Bitte. Dena, gut gemacht, gut gemacht. Early. Gut gemacht. Oh, 126 Schaden. So geil. Und was macht Miri? Miri mit Early zusammen. Macht was. Ja, gut. Wow. Wow, der war schnell down. Das war geil. Dena kriegt bald Level Up, wenn ich das richtig gesehen habe. Dip, 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 Stauf und Keuch, wir sind bald da. Was kommt jetzt? Schluck auf. Los! Erschreck ihn! So endet es also, wenn es nicht positiv ausgeht. Das ist nicht lustig hier! Schnauf, 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 schnauf. Und? Ist da was drin? Ein Spiel, einer nur, na gut. Und wieder zurück. Und da ist wahrscheinlich das Gasthaus. Genau. Wunderschön. Sind wir angekommen.
Ich glaube, macht das Sinn, den Freundschaftslevel von Early und Miri da noch zu pushen? Ich bin nicht sicher. Dena? Ich will in das Zimmer von Early Boy gehen. Okay. Uki, ich wollte ja sowieso gerade fragen, ob das noch Sinn macht. Da muss Miri halt erstmal alleine bleiben. Bitteschön, was habt ihr beiden? Was macht ihr? Dena? Sag mir, auf wen du stehst. Ja, auf Miri. Auf niemanden. Was, im Ernst? Im Ernst? Wovon reden wir hier noch gleich? Hauptsache, wir haben drüber gesprochen. Wow, euer der Wahnsinn. Jetzt habt ihr wenigstens schon mal Level angeben gelernt. Das ist ja schon mal was. Nee, Flüchtlinge doch, doch Level 2 angeben gelernt. Yay. Extra Schaden ist immer gut. Okay, dann dürft ihr jetzt auch zusammenbleiben, wenn ihr wollt. Miri möchte ein neues Kleid. Das kaufe ich dir auch sofort. Du bekommst ein Gebetstalar, habe ich gesehen. Okay, in Schwarz. Das ist aber so gar nicht deine Farbe. Kriegen, können wir den einfärben? Nur diesen blöden Streifen? Dann war der grün. Weil Miri mag grün. So einen krassen Stab hat sie, aber so einen Scheiß... Naja. Irgendwer was zu gewinnen heute? Wahrscheinlich nur wieder den Gebetstalar. Ja, den haben wir schon. Dankeschön. Dann weiter. Jetzt können wir nämlich aussuchen, gehen wir nach links oder nach rechts. Welche Schatztruhe wollen wir haben? Welche Schatztruhe ist mehr wert? Links oder rechts? Weil wir vorhin die ganze Zeit nach links gegangen sind, gehen wir auch weiterhin nach links. Los geht's. Nach unten gehen wir auch wieder nach links, nur oben gehen wir nach rechts. Dann so verwirrend. Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Ja. Da krabbelt ein ekliger Riesenkäfer auf deiner Schulter rum. Ah, ich bin doch eine... Das ist doch eine Prinzessin. Das hast du so verdient, Early. Das hast du so verdient. Wir sind schon ein tolles Team. Ja. Und da drin waren 3 Spielscheine. Hurra, hurra. Und da ist eine Falle drin. Hurra, hurra. Ich hab's sogar gewusst, aber wenn ich es nicht geöffnet hätte, wäre die Route nicht vollständig. Irgendwer mit dem Aoi-Angriff dabei? Strafendes Licht. Ah, stimmt, die hat einen One-Hit-Zauber. Das habe ich ganz vergessen. Skelett tanzt und tanzt und tanzt. Geil. Earlys neue Technik. Wirbelwind. Wirbelhieb. Habe ich ihn noch nicht gesehen? Mit Miri zusammen. Oh, jetzt. Ja, gut. Ich dachte, wir würden stark sein. Miri und Early, Zangenangriff. Tschüss. Keine Chance. Spitzenleistung, Miri. Halt doch mal auf, euch da in den siebten Himmel hochzubuffen. Das brauchen wir nicht für so ein paar Skelett-Fuzzis. Und tschüss. Hätte Early einfach von Anfang an einen guten Wirbelwind gebracht, ja? Der so mega stark wäre, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Habt ihr gut gemacht. Ah, Level Up für Dena. Dena, irgendwas Neues gelernt. Wegsehen. Tu so, als würdest du verwirrende Feinde nicht bemerken. Wie wegsehen. Nein, du existierst nicht, nein. Ich sehe dich nicht, dann siehst du mich auch nicht. Logik. Du hast ein Gasthaus gefunden. Schön. Jetzt können wir auch wieder uns wahrscheinlich mit dem anderen Team vereinen. Du hast 850 Leute gerettet. Wow, der Streuer hat sich erhöht. Wow, 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 wow. Neue Kraft, wahrliche Hoffnung, besiege schreckliche Monster, 900 Leute retten. Okay. Irgendwer, der irgendein Problem damit hat. Irgendwer, der Geld ausgeben will. Irgendwer, der was... Nein, Essen wollte ich euch nicht geben. Ich hätte nämlich nur Angriff und Abwehr. Das ist nur was für Early. Naja, okay, es ist auch noch was für Dena. Okay, ja, ja, aber... Er mag es halt nicht. Dann kriegt Early noch einen Keks. Early mag Kekse. Gut, bitteschön. Die anderen können das nicht gebrauchen. Ist einfach so. Roulette. Brottalar. Nö. Nein, ich... Ja. Ich wollte das. Es war geplant. Warum verdrücke ich mich eigentlich heute so viel? Und dann stoppt das auch nicht richtig. Dafür gibt es Golem Steak. Der war ziemlich gut. Aber es hat kein Sterneessen. Es ist halt nur ein normales, langweiliges Essen. Nein, ich wollte auch vorhin nicht spielen. Also auch nicht nochmal. Weiter geht's. Ich will das andere Team dazu haben. Ich will ein vernünftiges Kampfteam. Mit dem Team hier komme ich nicht so weit. Müssen wir noch eine Route gehen oder kommen wir direkt durch? Nee. Ich denke, auch wir müssen jetzt hier einen Boss besiegen.
Und los. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ich bin so schnell wie der Wind. Welchen Hebel? Den Nicken. Early. Hast eine Banane gekriegt. Glückwunsch. Sonst hättest du einen Stein gekriegt. Hättest du nicht irgendwie coole Ausrüstung finden können? Das wäre viel geiler. Hier riecht was gut. Hat Miri Knoblauch gegessen? Ja klar, Miri findet das gut, aber na egal. So, wen treffen die denn? Was denkt ihr? Wer kommt jetzt? Zander! Oh, Zander gibt's ja auch noch, den Dieb. In seiner Badeausrüstung. Oh, oh. So, wer kommt da vom Himmel gesegelt? Der Zander. Studie zu Zander. Was? Aber das ist doch das Revi, der böse Lord-Ding. Nun gut, da würde ich sagen, wir eskalieren direkt richtig, weil ich weiß nämlich nicht, wie ich das sonst mit diesem Team schaffen soll. Los geht's! Das ist schon mal gut, fängt schon gut an. Und sie wollen alle übereinander angeben, das finde ich gut. Oh, der... Oh, mit Miris Hilfe. Jetzt wird's geil. Direkt so viel. Oh. Ja, das war jetzt nicht so nett. Ne, Zander? Du komisches Bild von einem möchtegern dunklen Fürsten. Revi. Los, Miri. Mit der Hilfe von... Oh, Zangenangriff. Zangenangriff mit Boost. Jetzt bin ich gespannt. Das ist aber schon fast tot, Mann. Tschüss. Ja, ich kann euch auch nochmal heilen, ganz fix. Bevor das hier irgendwie so ausartet, dass nachher keiner mehr von euch lebt. Los jetzt. Mit Miris Hilfe. Nochmal Zangengriff. Tschüss. Ich würde sagen, tschüss. Ich bin unfähig. Ja, sehr gut. Hab Dank. Der Lele. Geschafft. Und 900 XP. Und ein Kunstgebäck. Ein Kunstgebäck. Und damit haben wir Zander wieder dabei. Ja, der geht wahrscheinlich auch ins Gasthaus. Sehr schön. Zander, unser Dieb, ist wieder da. War jetzt auch nicht die Klasse, die ich unbedingt so mega boosten würde. Hallo Zander. Wo bin ich? Der dunkle Fürst hat mich hergebracht. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Tschüss. Zander ist zum Gasthaus aufgebrochen. Hoffentlich erholt sich Zander gut. Natürlich, er ist ein Fisch. Wenn man den ins Wasser schmeißt, als wäre gut. Ich werde es verkraften. Was machen die beiden? Nein. Och, jetzt fängt das schon... Jetzt hört doch mal auf, ihr beiden. Sei vorsichtig. Sei du doch vorsichtig. Dann kommt wieder Miri. Chill, bitte, ihr zwei, immer mit der Ruhe. Tut mir leid. Das hatten wir doch vorhin schon. Beruhigt euch doch einfach, Mann. Ihr seid aber auch zwei Streithähne, das gibt's schon gar nicht mehr. Hauptsache Beef. Und da sind wir im Gasthaus und haben Zander wieder dabei. Schön. Zander, magst du Miri? Ja, jetzt lernst du sie kennen. Du wirst sie mögen lernen. Schön ist das, schön. Wobei, er passt nicht wirklich zu dir, Miri. Das passt einfach nicht. Tut mir leid. Keiner möchte Geld ausgeben. Können wir was gewinnen? Oh, eine Macho-Kluft. Ja, die holen wir uns doch. Und da haben wir die Macho-Kluft. Und die Macho-Kluft kriegt... Zander! Ja, wenigstens besser als alles andere, was er jetzt anhat. Bitteschön, und du kriegst die Farbe... Was mag er denn? Ist egal, orange. Orange passt schon. Ach ja, dieses komische Schwert. Ja, also meine Klasse ist es nicht, der Dieb. Das war, fand ich jetzt nicht so spannend bisher. Weiter geht's. Zander, du darfst natürlich los mit dabei sein. Und... Wir vereinen uns jetzt mit dem Team. Guten Tag. Alle wieder da. Wuhu. Das sieh mal. Hallo Miri. Wuhu. Party, Party. So ein Glück, dass es euch gut geht. Das Team ist wieder vereint. Freude, Freude, Freude. Ach, du ahnst es nicht. Ja, hier, Riol, du dahin. Klüm und Sinus in ihre WG.
Den kennst du Katze schon, dann lernst du Katze jetzt kennen, bitte schön. Ist ja kompliziert hier. Das wird ja immer mehr. Und jetzt wollen auch alle was kaufen. Nee. Was kostet der Miris Stab jetzt? 2.500. Eieiei. Eieiei. Aber ich bin ehrlich, ich fand Klüm besser. Zinus. Elektrolytkolben. Ja, ich denke, wir geben Zinus. Also ich glaube, wir nehmen lieber den Klüm mit als Miri. Es tut mir leid, Miri, das ist nicht böse gemeint, aber es macht keinen Sinn. Ich nehme lieber jemand Stärkeres mit. Und Early als Kämpfer. Da tauschen wir das einfach so durch. Das bedeutet aber auch, wir müssen das Team, also Zinus Early ist richtig. Und dann jetzt halt Klüm zu Balui. So, baut eure Beziehung auf. Ich weiß, dass Miri und Early Boy zum Beispiel eine mega gute Sympathie oder Harmonie miteinander aufbringen. Aber im Moment. So, Early. Beziehung Zinus zu Early ist noch null. Muss ich also erst noch aufbauen. Aber das kriegen wir schon hin. So, was zu essen. Das Kunstgebäck. HP und Mana-Punkte. Balui. War ein gutes Zeug, wa? Ja, war gutes Zeug. Und hier noch Teufelshörtchen für Balui. Ja, ihr könnt natürlich sagen, ich booste Balui gerade etwas mehr als die anderen. Das stimmt wahrscheinlich auch. Aber es macht gerade auch so viel Spaß. Dass er so stark ist, vor allen Dingen. Golem-Steak. Teufelshörtchen. Nee, Miri tut... Ich weiß einfach nicht, wem ich überhaupt hier irgendwas noch zu essen geben soll. Wir gehen einfach weiter. Wir müssen schließlich... Ach so, jetzt muss ich aussuchen, wen ich dabei haben will. Ja, Miri, tut mir leid. Ich nehme Early mit. Und ich nehme Klüm und ich nehme Zinus mit. Eine einfach super gute, krasse Kombi. Meiner Meinung nach. Aber könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob ihr da eine bessere Vorstellung für habt. Oh, was passiert jetzt da? Ach so, die Route hat sich wieder geöffnet. Ich bin unsicher. Aber ihr Lieben, ich entscheide jetzt gleich, wo es weitergeht. Ihr kommt morgen wieder, da gibt es die nächste Folge. Und für heute war es das. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss.